Hallo ihr Lieben, dieses Mal gibt es ein herrlich einfaches Rezept für köstliche Blueberry Crumble Bars, eine Art Streuselkuchen mit fruchtiger Heidelbeerfüllung. Übrigens findet ihr mich seit einiger Zeit auch auf Watch Better. Dort könnt ihr meine regulären Videos jetzt immer schon eine Woche vor der Veröffentlichung auf YouTube anschauen. Auf dieser kostenlosen Videoplattform gibt es eine Menge hilfreicher Videos zu den unterschiedlichsten Themen. Schaut euch das Ganze unbedingt mal an und besucht meine Kanäle auf Watch Better. Ich freue mich schon auf euch. Alle Infos dazu findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Los geht's auch schon direkt mit den Zutaten und der Zubereitung. Für den Boden bzw. die Streusel braucht ihr 400 Gramm Mehl Typ 405, 200 Gramm Zucker, einen halben Teelöffel Salz, ein Ei der Größe M, einen Teelöffel Backpulver und 230 Gramm kalte Butter. Und für die Füllung braucht ihr dann noch den Saft und die Schale einer unbehandelten Bio-Zitrone, 2 Teelöffel Vanillepaste, 600 bis 650 Gramm frische Blaubeeren bzw. Heidelbeeren, 10 bis 12 Gramm Speisestärke und 100 Gramm Zucker. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben zum Nachlesen und Ausdrucken ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf amerikanisch-kochen.de. Zuerst wird der Streuselboden zubereitet. Dazu werden einfach alle Zutaten relativ zügig zu einer bröseligen Masse verknetet. Die Hälfte wird dann in eine mit Backpapier belegte Form von ca. 25 x 35 cm gegeben und flach gedrückt. Ihr könnt auch einen Backrahmen verwenden. Dann geht's mit der Heidelbeerfüllung weiter. Die Speisestärke wird mit dem Zucker, der Vanillepaste, Salz, der Zitronenschale und dem Zitronensaft klümpchenfrei verrührt. Dazu kommen die Beeren und werden gut mit der Mischung benetzt. Wenn das geschafft ist, werden sie gleichmäßig auf dem Boden verteilt und die restlichen Streusel werden darüber gegeben. Und dann geht das Ganze auch schon in den vorgeheizten Backofen, und zwar bei 190 Grad Ober-Unterhitze für 35 bis 40 Minuten. Die Streusel sollten dabei goldgelb und knusprig werden. Ihr könnt das Ganze dann direkt heiß aus dem Ofen mit Eiscreme servieren oder kalt mit Schlagsahne. Schmeckt beides super gut. Lasst es euch schmecken, ihr Lieben! Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr die Rezepte ausprobiert, könnt ihr uns eure Bilder sehr gerne auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag amerikanisch kochen schicken. Über eure wunderschönen Bilder freuen wir uns immer sehr.